Hallo. Heute bin ich zu Besuch bei einer Probe von Antigone, Chorstück für zwei Solistinnen frei nach Sophokles, das am 28. Juli Premiere hat. Auf der Bühne erzählen zwei Schauspielerinnen die Geschichte eines antiken Stücks mit vielen Toten aus der Sicht der zwei Figuren, die als einzige am Ende noch leben. Die beiden greifen einzelne Momente des Geschehens heraus und betrachten sie aus verschiedenen Perspektiven. Dafür nehmen sie die Körperhaltungen der Figuren ein und zeigen diverse Gesten. Manche sind realistisch, andere sind expressiv oder grotesk. An manchen Stellen schlüpfen die beiden tiefer in die einzelnen Rollen und sprechen Originaltext von Sophokles. Es gibt einen Bürgerkrieg, einen blinden Seher, einen König, der einen folgenschweren Fehler macht und einen Chor, der im Schatten schwitzt. Es gibt drei Selbstmorde und zwei Überlebende, die sich am Ende fragen, wie es weitergehen soll.